Es ist Donnerstag und damit ist es irgendwie auch Kinotag, aber es ist überhaupt noch nicht Kinozeit. Guck mal raus. Es ist noch total hell. Das liegt daran, dass es gerade mal kurz nach 12 ist. Aber heute gehe ich zur Pressevorführung von Shootout, dem neuen Film mit Sylvester Stallone. Und ich gehe da nicht alleine hin, sondern ich nehme den Pink Panther mit. Der sitzt nur gerade in der S-Bahn fest. Das wird also alles ziemlich knapp werden, aber wir nehmen euch auch zumindest mit rein, damit ihr mal seht, wie unspektakulär und unglamourös eigentlich so eine Pressevorführung ist. Also seid gespannt. Ja, da kam er angepäst, der Pink Panther. Ist völlig außer Atem. Atme tief durch. Der ist hier gerade quer über den Platz geflitzt, also da lang von der S-Bahn. Vielleicht habt ihr da hinten die Uhr gesehen. Viertel nach, um halb geht's los. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich reinhauen und losfahren, damit wir noch irgendwie einen Platz im Kino kriegen. Und bist du aufgeregt? Stallone immerhin. Ja, klar. Ich hoffe, er ist persönlich da. Nein, Quatsch. So, jetzt haben wir es also tatsächlich geschafft, sind auf dem Weg zum Kino und werden sogar rechtzeitig ankommen. Ja. Sylvester Stallone in Shootout, das ist also der Film, den wir uns heute angucken und der erst in einer Woche ins Kino kommt. Ehrlich gesagt, Sylvester Stallone, ja, ist ja über 60 Jahre alt, aber hat den Körper einer 17-Jährigen. Der das macht. Wahrscheinlich genauso wie ich. Also in meinen Videos kann man ja sehen, dass ich ein Fäustel benutze, um einfach das Ganze, was nicht so passt, zurechtzukloppen, gerade zu kloppen. Und ich schätze mal, der wird das eh nicht machen. Wahrscheinlich, aber ich denke, bei ihm lässt er irgendwie teure Chirurgen ran, die das machen. Oder er spannt einfach die Haut und zieht ihn nach hinten durch straff oder so. Ja. Auf jeden Fall, ehrlich gesagt, ich habe kurz schon mal so ein bisschen in die Pressemitteilung reingelesen. Also Ex-Killer bzw. Söldner will sich aus dem Geschäft zurückziehen, hat eine Tochter, wird wieder verwickelt, Tochter wird entführt. Das klingt für mich alles so nach Phantomkommando mit Schwarzenegger aus den 80er Jahren. Ich bin gespannt, ob es da noch weitere Parallelen in dem Film gibt. Aber ich habe den Trailer gesehen, sieht geil aus, insofern viel, bestimmt witzig. Viel Bumm, viel ja. Knall und so? Hallo, es ist Sylvester Stallone. Und blöde Sprüche natürlich, darf ja nicht fehlen. Was ja. Macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Soll ich mal spoilern? Oh ja. Wollen wir eine Wette machen, dass seine Tochter gerettet wird? Das ist nicht spoilern, ey. Das ist ganz, ganz stupide drauf losraten. Schauen wir mal. So sieht's nämlich aus nach dem Film. Die Kollegen von der Journalie sind weg. Kino ist aus, aber wir sind noch da. Deswegen ist es auch so ein bisschen dunkel und schummerig hier. Ist halt ein Kino. Kino, Tino. Ja. Super Idee für einen Kanalnamen. Ja. Wie hat dir denn der Film gefallen? Wir haben ja gerade Shootout gesehen mit Sylvester Stallone. Ja. Und du bist ja kurz vorher rausgegangen, erst mal in den Raum, wo ich dachte, na, kein Bock auf Showdown oder Angst vor Blut. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, mir hat er nicht gefallen. Was ist denn da los? Was hast du denn erwartet, bitte? Ich meine, es war ein Stallone-Film, es gab viel Action und Bum-Bum, jede Menge blöde Sprüche und einen ziemlich coolen Sylvester Stallone. Und also, auch einen ganz guten Gegner. Entschuldigung mal, für Stallone Action Bum-Bum war das aber nicht. Stallone Action Bum-Bum finde ich, das muss richtig Bum-Bum machen, verstehst du? Und nicht nur Bum. Ach, verstehe. Ah, du meinst eher so Rambo-mäßig, so wie irgendwie die halbe russische Armee in Afghanistan gegen zwei Leute und die zwei Leute gewinnen. Also richtig. Überspitzter, so, übertriebener. Sowas, genau. Also so richtig mit allem Krawum. Also ehrlich gesagt, ich fand es ehrlich gesagt ganz cool. Ich finde auch, dass der alte Stallone irgendwie glaubhafter ist als der Junge. Aber du stehst mir auf den Jungen, der aus 150 Metern in eine Tanne springt und sich selbst mit seinem Rambo-Messer den Arm zunäht. Ja? Logischer. Ich als Shooter... Aber geschossen wurde doch viel. Und ich meine, die Aufnahmen mit dem Blut, das war schon sehr realistisch. So. Ja, schon, aber... Und du hast gesagt, da war sogar die Schrotflinte drin, die auch in deinem Black Ops 2 drin ist. Das stimmt allerdings. Ja, also die ist tatsächlich vorhanden und die hat auch richtig aufgeräumt. Also damit hat er eine Tür aufgemacht, immerhin. Also nicht er jetzt, aber... Ja, sein böser Gegenspieler. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich fand den Film ganz gut, ganz brauchbar. Ich habe aber auch nicht viel mehr erwartet. Und ehrlich gesagt, die Sprüche, die er rausgehauen hat, die waren sehr cool. Am Ende, das hast du gar nicht mitgekriegt, ja, gibt es noch einen Zweikampf mit einer Axt. Und da sagt er ganz cool zu seinem Gegner, sind wir jetzt scheiß Wikinger oder was? Und das fand ich schon ziemlich cool. Ja, so zwei, drei Sprüche waren schon cool, das gebe ich ja zu. Aber es gibt ja Filme, da haben wir uns ja eben schon in der Haare gehabt und haben uns hier durchs Kino geboxt, aber ja. Also ja komm ey, du hast gesagt, du findest den neuen Die Hard besser, also sorry, da muss ich dir jetzt mal knallhart widersprechen. Ich meine, ey hallo, die reiten in Tschernobyl ein, ohne Schutzanzüge, rennen da rum und dann finden sie Strahlung und sprühen irgendwas drauf und sagen, haha, die Strahlung ist weg. Oder, ja, oder fliegen auf einer Baustelle durch Baugerüste durch, ey die Bullen sind so dick, da klatscht du drauf und plätsch. Ja, aber da fällt man nicht durch. Das ist einfach so. Da kommen 150 Meter durch Glas und dann hat er eine Scherbe im Po. Und das ist es. Ja. Ach, hör doch auf. Und dann schön mit dem Hubschrauber. So richtig durch alles durch. So richtig so babuf. Und das hat richtig Bumm gemacht. Ja, und nicht wie hier. Peng. Ach Mann, ey. Der Film war dir also einfach ein bisschen, ich meine, er war nicht realistisch, aber er war dir zu realistisch, ja, kann man das so sagen? Ja, genau. Also der hätte ich, wenn dann schon so ein Quatsch, dann richtig Quatsch. Also bist du mir jetzt sehr böse, dass ich dich mitgenommen habe hier in diese Pressevorführung? Soll ich das nächste Mal lieber bei Hani und Nani anfragen oder wenn es richtig am Rad dreht? Nein, ich habe ja zwei Fanta umsonst gehabt. Und zwei? Und eine Tüte Kekse, ja, ich habe noch einmal nachgeladen, Nachschlag geholt. Ich hatte M&Ms und habe vor lauter Aufregung auch einen hier auf dem Boden zertreten. Da ist er, ja, genau. Das sieht aus wie beim Paintball.
Das müssen wir unbedingt mal wieder machen, aber mit mehr Baboom. Ja, genau, genau. Diesmal mit mehr Baboom. Also, das war hier sozusagen das kleine Hinter-den-Kulissen-Spielchen. So sieht eine Pressevorführung aus. Ihr seht, ein ganz normales Kino. Normalerweise sitzen da, vorhin saßen noch 6, 7 mehr Leute drin. Was ich zum Film wirklich zu sagen habe, erfahrt ihr in einer kleinen Filmkritik auf Leinwand.tv. Mache ich heute noch fertig und lade ich hoch. Und Tino, danke, dass du dabei warst. War schön, nicht alleine zu sein. Da kommt man sich immer so anstupsen und sagt, Kika, Kika, Quatsch, Quatsch. Tschüssi. Was ist drin?